Die Gefahr ist immer da. Marcel lässt die Spieler kurz rankommen. Auch das eine Methodik. Und bringt ihn dann flach auf die linke Seite. Besser. Also direkt wieder Druck von Fabio. Der macht das wieder ganz stark. Und da merkt man eben auch diese Erfahrung, die er jetzt auch vor allen Dingen im 85er-Modus hier über die Club Championship mitgenommen hat. Viele Spiele dort gemacht, viel dafür trainiert und nicht umsonst Vizemeister geworden. Aber die Defensive musst du trotzdem erstmal knacken. Plupp mit einem ordentlichen Spiel. Marcel aka Plupp Kramaric, der war wichtig, dazwischen zu kommen. 2 Minuten noch in Halbzeit 1. Josh. Oben ist Kadebarek. Langsamer Aufbau, weiß natürlich genau, 45. Minute. Jetzt geht man besser mit einem, beziehungsweise nur mit einem 1:0 in die Halbzeit, bevor man den Ball irgendwie im Aufbau an den Gegner verliert und der plötzlich noch irgendwie eine Möglichkeit bekommt, wie hier, klasse per Hacke und dann ganz, ganz wichtig, nochmal den Fuß reinbekommen. Und das war genau das, was Marcel eigentlich verhindern wollte. Genau diesen letzten Angriff. Und jetzt heißt es erstmal Halbzeit durchschnaufen und vielleicht sogar taktisch noch was verändern. Zumindest nicht auf Seiten von Marcel, der sagt, erstmal weitermachen, nicht die Nerven verlieren. Und jetzt Marcel von links nach rechts, Fabio von rechts nach links. Ebu geht Richtung Grundlinie. Die Anspielstation fehlt. Muss jetzt erstmal wieder auf den Rechtsverteidiger zurück. Der Ball dann in die Mitte. Sehr gut aufgepasst von Fabio. Und dann ein kleiner Stockfehler. Ball wieder hergegeben. Die Spieltage übrigens zwischen den Vereinen wurden random ausgelost. Deswegen treffen auch zum Beispiel hier der Zweitligist Fürth auf den Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. 25 Spieltage waren in der Bundesliga gespielt, bevor man diese erstmal ausgesetzt hat. Platz 5 war es bei den Fürthern zu dem Zeitpunkt mit 36 Punkten. Platz 9 bei den Hoffenheimern mit 35 Punkten. Aber all das zählt jetzt erstmal nicht, denn jetzt heißt es hier auf dem virtuellen Rasen nach vorne treiben den Ball. Rota. Da lässt sich viel Zeit. Weiß natürlich auch, dass es nichts bringt, da kopflos in die Defensive des Gegners zu laufen. Und das war mal nicht gut. Und jetzt könnte es einen schnellen Konter geben. Vorne wird auch schon angelaufen. Aber der Innenverteidiger zieht und zerrt ein wenig. Dadurch kommt man nicht so richtig ins Tempo. Aber jetzt nochmal Kramaric. Guter Dragback. Aber die Anspielstation fehlt. Also das fällt ein bisschen auf bei Marcel. Wenn er über den Flügel kommt, dann fehlt ihm die Anspielstation. Müsste eigentlich wieder zurück auf den Rechtsverteidiger, aber dann hast du den ganzen Angriff wieder verspielt. Und Fabio hat in Halbzeit 2 nicht mehr diese Dominanz, die er noch in Halbzeit 1 hatte. Trevin. Schönes Kombinationsspiel, wieder der Dragback, aber wieder die Zentrale voll und gutes Abwehrverhalten von Marcel. Und jetzt wieder Platz über den Flügel. Außenverteidiger kommt, muss erst wieder abdrehen.
Man hat ja im 85er-Modus nicht alle Skillsterne zur Verfügung. Also für die, die das nicht so oft sehen. Ein Spieler hat neben seinen normalen Attributen wie Schießen, wie Passen, wie vielleicht die körperliche Stärke auch Skillsterne für einen schwachen Fuß, als auch eben für Skills, heißt also, wie viele Tricks er beherrscht im 85er-Modus, sind ja alle Werte angeglichen und dasselbe auch eben mit den Skillsternen. Jeder Spieler hat maximal 3 davon und das heißt, dass die Spieler natürlich nur aus einem begrenzten Repertoire an Skills wie eben einem Dragback, einer Ballrolle wählen können. Marke Darül kommt nicht richtig raus. Koff, Bayer. 72 Minuten gespielt und in Halbzeit 2 sind beide sehr vorsichtig. Das Spiel hat gut angefangen mit einem schnellen, schönen Angriff und neben dem Treffer zum 1:0. Danach hat Fabio das Heft auch in die Hand genommen, hat eine druckvolle erste Halbzeit gespielt. Marcel hat das sehr gut verteidigt und dadurch eben das nur 1:0 in die Halbzeit mitgenommen. Aber in Halbzeit 2 fehlt es beiden offensiv an Durchschlagskraft. Natürlich, Fabio muss nicht unbedingt. Der hat hier die 1-0-Führung und die würde er gerne Timothy Tillmann dann mitgeben ins Rückspiel. Der Mittelfeldspieler, der Profi, der führt da dann eben im Duell gegen Munas Dabur. Den Profi des TSG 1899 Hoffenheim. Und wir sehen hier jetzt einen Wechsel in die 4-4-2-Formation, zumindest mal vorbereitet. Also ihr seht jetzt, es bleibt erstmal im 4-2-3-1, aber eine vorbereitete Formation, das 4-4-2, das soll dann vielleicht für noch etwas mehr Druck nach vorne sorgen. Dann wird nochmal geschaut, was hat der Gegner tatsächlich auf dem Platz. Und auch da haben wir gesehen, dass Fabio im 4-2-3-1 aufläuft. Frische Leute sind auf jeden Fall jetzt dazugekommen. Zahn kommt für Keta Rühl. Auf Seiten der Fürther. Genauso wie Kehr und Leveling. Larsen für Bayer auf Seiten der Hoffenheimer. Und jetzt haben wir noch 10 Minuten auf der Uhr. 10 Minuten, um mir vielleicht doch nochmal einen Treffer für Marcel zu besorgen. Oder vielleicht für Fabio zumindest mal in dieser Partie den Deckel drauf zu machen. Bauer. Avrei nochmal rüber. 5 Minuten, Sapai. Belfodil mit viel Platz über rechts, 3 Minuten noch. Kommt wieder mit dem Dragback. Muss jetzt erstmal wieder in den Rückraum. Aber Fabio, und das ist die Erfahrung mit einer defensiven Stärke, Dabur, der gleich im 1 gegen 1 auf dem virtuellen Rasen auch nochmal ran muss. Kehr. Leveling, jetzt mal überlegt. 2 Minuten Nachspielzeit angezeigt übrigens. Ah, da läuft da ins Aus. Das gibt nochmal den Ball, aber ich weiß nicht, ob es reicht für einen weiteren Angriff. Belfodil. Der Einwurf schnell ausgeführt. Will natürlich noch irgendwie einen bekommen. Kommt auch lang und weit und landet dann bei Dabur. Aber dann gibt's den Schlusspfiff. Und wir haben den ersten Sieger des Tages. Fabio mit dem 1:0 gegen Marcel. Aber das ist noch nicht das Endergebnis aus dieser Partie zwischen Fürth und Hoffenheim. Denn es gibt nochmal ein Rückspiel.
Und dieses Rückspiel wird sein zwischen Timothy Tillman und gegen Munas Dabur. Die werden nämlich gleich aufeinandertreffen, die beiden Mittelfeldspieler, einmal von Fürth und einmal von Hoffenheim. Und die können das ganze Ergebnis wieder auf den Kopf stellen in der Theorie. Das heißt, wir haben jetzt gerade das 1:0 der beiden E-Sportler. Auch da muss man sagen, ist nicht bei jedem ein E-Sportler dabei. Wir haben auch Influencer bzw. YouTuber mit am Start. Zum Beispiel bei Borussia Dortmund wird Erne Yembeli mit dabei sein. Der ein oder andere wird ihn kennen von viel FIFA. Wir haben aber auch zum Beispiel bei den Stuttgartern, die dann später gegen den ersten FC Köln ran müssen, die Jungs von Tizi Schubech, die dann eben für den VfB Stuttgart neben ihrem Profi mit auflaufen. Und genau, das zu den Tabellen bzw. zu den Spielen nochmal. Greuther Fürth gegen Hoffenheim aktuell, Hertha BSC gegen Paderborn im Anschluss, dann der erste FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund, FC St. Pauli gegen FC Schalke 04, dann der erste FC Köln gegen den VfB Stuttgart, hatte ich vorhin auch schon erwähnt. Wie gesagt, da werden die Jungs von Tizi Schubech mit dabei sein. Dynamo Dresden gegen Eintracht Frankfurt. FC Augsburg gegen Hannover 96. Das die Spiele, die noch folgen. Aber gleich erstmal eben Timothy Tillmann gegen Munas Dabur, die hier das 1:0 eben jetzt noch entweder ausweiten können oder gegebenenfalls sogar drehen. Das ist die Frage. Also der gute Timothy Thielmann, erstmal in einer komfortablen Situation, geht mit einem 1:0 in diese Partie. Aber Munas Dabur wird mit Sicherheit nicht das Ganze auf sich sitzen lassen wollen und hier den Sieg für Hoffenheim holen oder zumindest nochmal den Ausgleich besorgen. Wir warten jetzt eben noch ganz kurz auf den Start des Spiels und dann gehen wir direkt rein. Für diejenigen, die gerade vielleicht jetzt reingeschaltet haben, nochmal kurz zur Erklärung. Die Bundesliga Home Challenge ist an diesem Wochenende zu Zeiten der Covid-19-Situation, wo es ja im normalen Fußball in der Bundesliga eben keinen Spielbetrieb gibt, ein kleiner Ersatz, den wir euch hier liefern wollen, und zwar mit E-Fußball, mit FIFA 20. Und 26 Vereine nehmen teil. Gespielt wird heute 7 Spieltage, also 14 Teams treten heute gegeneinander an. 6 Spieltage dann morgen, unter anderem mit Bremen, Hamburg, Leverkusen. Gespielt wird das Ganze im 85er-Modus, damit es auch gleiche Bedingungen für alle gibt. Heißt, ein Zweitligist kann eben auch gegen den Erstligisten spielen, ohne sagen zu müssen, wir haben das schwächere Team, sondern alle Teams sind angeglichen. Das Ergebnis wird addiert. Es werden 2 Spiele gespielt. Jeder Verein muss einen Profi stellen und einen Spieler aus den eigenen Reihen bzw. Fans oder eben, wie ich vorhin gesagt hatte, YouTuber, da sind sie vollkommen frei. In diesem Fall hatten wir 2 E-Sport-Profis, sowohl bei Fürth als auch bei Hoffenheim. Wir hatten Fabio und Marcel. Aber jetzt erstmal Timothy Thielmann gegen Munas Dabur. Und Timothy von links nach rechts, Munas von rechts nach links. Und die Fürther mit dem 1:0 im Rücken aus dem Hinspiel. Da hatte Fabio gegen Marcel gespielt. Und die erste Möglichkeit. Guter Ball auf Gederü, kommt nicht durch. Jetzt mal die Hoffenheimer. Kramaric. Jetzt mal wieder zurück. Was man natürlich gleich bei den Jungs, bei den Profis sieht, bei den Fußballprofis, dass sie auch Fußball verstehen, dass sie wissen, dass man nicht blind in eine Situation rennt, die dann aussichtslos wird, sondern auch hier im Spielaufbau immer wieder den Mann neben sich suchen. Grealish. Ja, guter Ball, ist jetzt im Strafraum, kriegt den irgendwie und da ist das Tor.
Da ist das Tor und damit der frühe Ausgleich. Über zwei Spiele gesehen. Damit ist das 1:0 von Fabio aus dem ersten Spiel erstmal wieder egalisiert. Und Timothy ist gefragt. Und er kommt über Stefaniak. Ball auf Keta Rühl. Keta Rühl mit der Antwort. 20. Spielminute, lang hat es nicht gedauert. 18. Bebu, 21. Keta Rühl. Und damit wieder die Führung für die Fürther. Die Frage, wie schnell kommen die Hoffenheimer wieder zurück? Erstmal nicht. Erstmal gibt es den Ballgewinn für Timothy. Boah, Riesenmöglichkeit. Gut gehalten. Und dann die Ecke. Kurz angespielt. Ernst. Nicht gut rausgespielt. Er versucht direkt aufs Tor zu schießen. Die Idee ist gut. Na klar, ein schwerer Winkel. Aber wer weiß. Vielleicht geht der auch mal rein. Stefaniak. Nochmal Stefaniak, Ball in die Mitte auf Keta Rühl, aber gut aufgepasst. Bei den Hoffenheimern. Ernst. Jonas mit Grilic, starker Ball hier auf Bayer. Die Flanke in die Mitte ist etwas früh. Das sieht man auch, dass Jonas da wohl sich ärgert. Den hätte man mit Sicherheit besser ausspielen können. Das hat er dann natürlich in dem Moment auch gemerkt. Aber er macht weiter Druck. Er will hier unbedingt wieder den Treffer. Er will unbedingt wieder den Ausgleich. Bebu im Rückraum Kramaric. Aber dann erstmal wieder gut verteidigt vom Fürther Timothy Tillmann. Und jetzt auch die Möglichkeit für ihn selbst wieder einen Angriff zu fahren. Keta Rühl, Grilic ist dran. Also im Mittelfeld, da wird nicht lang gewartet. Direkt in die Zweikämpfe rein. Versucht so schnell wie möglich an den Ball zu kommen. Kramaric findet Bebu. Und er geht schön Richtung Grundlinie. Und dann der Ball in den Rückraum. Aber Bauer ist da. Also es ist schnell. Es hat viel Tempo. Man versucht schnell in den Strafraum des Gegners zu kommen. Und dann im besten Fall direkt den Treffer draus zu machen. Aber das gelingt nicht immer. Leichtes Übergewicht momentan auf Seiten von Jonas Dabur. Auf Seiten der TSG. Keta Rühl, das kann allerdings alles nicht helfen, wenn der Gegner dann den Treffer macht. Guter Ball in die Spitze. Kramaric gegen Bauer, der wieder den Körper reinsetzt. Und auch hier sagt der Schiedsrichter alles gut. Ganz normaler Körpereinsatz. Stefaniak. Winkelmoor. Aber den kriegt er nicht durch. 45 Minuten sind gleich durch. Zwei Tore haben wir bereits gesehen. Kramaric, ja, der Ball in die Spitze, Bauer. Ernst. Aber Meckelmoor, zwei Minuten Nachspielzeit angezeigt. Die sind eigentlich schon um. Jetzt ist da ein Spieler zwischen und jetzt gehen wir in die Halbzeit. 1-1. Wir sehen es an der Statistik. Ausgeglichener Ballbesitz, leichter Vorteil, was die Torabschlüsse angeht bei Jonas Dabur. Aber insgesamt ein gerechtes 1:1. Und Timothy Tillmann
Mit einem Schuss aufs Tor, mit einem Törchen, wie man Tore vorlegt, das weiß man, das weiß er. In 4 Bundesliga-Einsätzen der zweiten Bundesliga 2 Torvorlagen erzielt in dieser Saison. Bei Munas Dabur fehlen die Scorer noch. Aber auf dem virtuellen Rasen, da hat er jetzt schon einen. Mit ein bisschen Glück kann er hier sogar noch den Ausgleich für sein Team holen und vielleicht diese Partie auch an sich reißen und am Ende gewinnen. Nochmal, für die, die gerade reingekommen sind, gespielt wird im Hin- und Rückspiel. Wir sind gerade im Rückspiel. Hier steht es 1:1, aber das vorhergegangene Spiel zwischen Fabio, der Fürther, und Marcel von Hoffenheim ging mit 1:0 für Fabio, also für Fürth aus. Und damit stehen wir overall gerade beim Stand von 2:1. Und das heißt, dass die Hoffenheimer hier noch gefragt sind, also dass da noch ein bisschen was kommen muss. Wenigstens ein Treffer, um sich hier das Unentschieden zu retten. Aber da sieht man Timothy mit unzufriedenem Gesicht, dass es da einen Freistoß gibt. Illich. Bebu. Aber den Ball kriegt er nicht durch. Noch gut 30 Minuten. In Halbzeit 2 sind die ersten 15 Minuten deutlich ruhiger. In Halbzeit 1 hatte ich gesagt, sehr viel Tempo, sehr viel Drang in den Strafraum. Jetzt ist es gerade ein bisschen Mittelfeldgeplänkel. Guter Lauf hier über die linke Seite, das gibt Raumgewinn. Dabur, Kramaric, immer noch Richtung Grundlinie. Jetzt muss er nur irgendwen hinten finden, aber da ist Raum mit dabei. Und dann wird es schwer. Dann wird es schwer, vor allem weil Bebu, glaube ich, war es, da seinen Laufweg nicht optimal gewählt hatte. War in dem Moment nicht mehr anspielbar. Kramaric. Bebu und sauber draufgegangen. Und jetzt mal eine 3 gegen 4 Situation. Mit ein bisschen Tempo kann man das lösen. Stefania, guter Ball auf Keta Rühl, aber auch stark verteidigt wieder von Munas Dabur da. Hinten in der Defensive. Bebu. 68 Minuten, immer noch die Führung für die Fürther aktuell. Kramaric. Wo geht's hin? Da ist Dabur in der Mitte. Krelic kommt nicht durch. Und Munas Dabur tut sich schwer. Timothy Tillmann hat gemerkt, dass er ihm nicht zu viel Raum geben darf. Das hat er gut zugemacht und jetzt gibt es den Konter und vielleicht ja den Treffer zum 2:1. Aber dann ist wieder eine Grätsche dazwischen. Nochmal Tillmann. Sehr gut. Stefan Jaake ist klasse gemacht und zu zentriert. Baumann ohne Probleme. Klar, festhalten ist nicht. Aber sehr gut abgeklatscht nach außen weg. Da gibt es keinen weiteren Versuch. Der Fürther. Und jetzt darf hier Munas Dabur nochmal mit einem langen Ball auf Bebu. Bebu Richtung Grundlinie. Und wieder fehlt einer im Rückraum. Den muss er jetzt erstmal wieder finden. Und er findet Bayer und in der Mitte dann noch eine Anspielstation. Aber zum Abschluss kommt er halt wieder nicht. Sie wollen beide. Timothy Tillmann am liebsten das Ding hier zumachen. Wenn er noch ein Trefferchen macht, dann hat er eine 2-Tore-Führung. Und Munas Dabur natürlich gerne in den Ausgleich. Klasse gespielt. Bayer könnte aufs Kurze gehen. Bayer, Pfosten rein. Und was für ein Ding. Und da kommt die Faust von Munas Dabur.
Und damit overall 2-2 Ausgleich. Stark gemacht. Belohnt sich vor allen Dingen für seine richtig gute erste Halbzeit. Auch in Halbzeit 2 mit guten Aktionen, aber eben mit wenig Durchschlagskraft. Aber jetzt hat er's. Jetzt hat er es geschafft, macht hier das 2-1. Und klar, da muss die Faust in die Luft. Jetzt gibt es auch direkt taktische Änderungen bzw. frische Leute. Ein bisschen ist noch zu gehen, da kann man noch was machen. Aber der nächste Treffer könnte hier ein Siegtreffer sein. Hübner. 8 Minuten, die Zeit läuft. Kramaric, Kramaric versucht es mit einem Chip auf Dabur. Vielleicht hätte er gerne auch einen mit seiner virtuellen Version gemacht, der Munas Dabur. Aber jetzt kommt erstmal Timothy Tillmann. Über Kehr. Nordfeit stark dazwischen gegangen. Gutes Timing in der Defensive und jetzt wieder über 2, 3 Stationen direkt in die Spitze. Larsen. Larsen auf Dabur. Der gegen 2 und er setzt sich durch, bringt den Ball auf Kramaric und er macht das Ding. Und er macht das Ding und dreht damit die gesamte Partie. 2-3 Führung jetzt. Overall nach dem 1-0 für Fabio von Fürth im ersten Spiel gegen Marcel. Und jetzt ist Munas Dabur hier und stellt alles auf den Kopf, aber noch ist nicht vorbei. Zahn. Hübner erstmal zwischen. Da kommt er irgendwie an, aber auf der Linie rausgekratzt. Und Brun Larsen muss jetzt nur noch zusehen, dass er das Ding so weit wie möglich vom eigenen Tor weghält. Keine Rabeck. 2 Minuten Nachspielzeit sind jetzt oben und dann gibt es den Schlusspfiff. Und Timothy Tillmann packt sich an den Kopf und Munas Dabur weiß natürlich, dass das ein ganz, ganz wichtiger Sieg war. Und so kann es gehen. Eine starke Partie auf beiden Seiten. Tillmann ein wenig mit Problemen in der Offensive, vor allen Dingen in Halbzeit 1 gab es nur einen Abschluss, aber dann hat er sich gefangen. Eigentlich eine sehr starke zweite Halbzeit, was die Defensive angeht, gespielt. Aber Munas Dabur fand 2-mal richtig gut die Lücke, bekam den Ball da rein und machte damit nochmal 2 Tore obendrauf in Halbzeit 2 und holte hier den Gesamtsieg für die TSG 1899 Hoffenheim. Und das war's dann auch von Spiel 1 am heutigen Tag und wir kommen gleich zu Hertha BSC gegen den SC Paderborn 07 und da treten an Elias Nährlich gegen Lukas Friedler und Maximilian Mittelstädt gegen Rifit Kavic. Das werden die Partien sein, die beiden Erstligisten nach 25 Spieltagen, die Hertha auf Platz 13, Paderborn auf 18. Zu den Spielern Elias, E-Sport-Profi und YouTuber bei Hertha BSC. Lukas Friedl, der erste Stadtmeister in Paderborn, im November 2019 geworden. Und ich denke, das wird auch der Ausschlag gegeben sein, warum hier der SC Paderborn gesagt hat, hey, willst du nicht für uns mit antreten bei der Bundesliga Home Challenge, zusammen mit Rifit Kavic und Elias Nährlich, der ja schon länger dabei ist und auch mittlerweile vor allen Dingen von der E-Sports-Abteilung ein richtiges Aushängeschild geworden ist bei der Hertha BSC, gemeinsam mit Maximilian Mittelstädt, Entschuldigung. So, wir gehen dann auch gleich recht fix rein. Wir haben noch gut 2 Minuten, bevor es startet. Für diejenigen, die frisch reingeschaltet haben, nochmal die Wiederholung. Wir spielen im 85er-Modus gespielt, wird immer mit Hin- und Rückspiel. Heute haben wir insgesamt 7 Spiele, die zu spielen sind. 1 davon, beziehungsweise 7 Doppel, die zu spielen sind. Ein Doppel haben wir bereits hinter uns. Greuther Fürth gegen Hoffenheim. 2-3 ist die Partie ausgegangen. Im Einzel 1-0 für Fabio Sabak gegen Marcel Schwarz. Und dann das 1-3 von Timothy Tillmann gegen Munas Dabur. Und damit insgesamt 2-3. Und als nächstes haben wir dann gleich eben
Hertha BSC gegen den SC Paderborn 07. Elias Nerlich gegen Lukas Friedler, Maximilian Mittelstädt gegen Rifit Kabic. Das wird die Partie sein. Elias Nerlich auch mitgespielt bei Virtual Bundesliga Club Championship. Da war allerdings auch für die VBL Ende. Platz 19 hieß es am Ende für die Hertha eSports und damit ausgeschieden, zusammengespielt mit seinem Teampartner Leon Aussieker, aka Black Arrow. Und da sehen wir auch gleich die Aufstellung. Es wird in einem 4-4-2 gespielt auf Seiten von Lukas Fiedler. Das ist eine sehr interessante Formation. Sieht man nicht allzu oft. Typischerweise geht es in ein 4-2-3-1 beziehungsweise in einem 4-4-2. Aufstellung wie diese hier sieht man eher seltener. Aber auch Lukas Fiedler weiß, wie man FIFA spielt. Nochmal, erster Stadtmeister in der Stadt Paderborn im November 2019 ist er geworden. Hat es geschafft. Und auch hier können wir gespannt sein. Elias wird natürlich alles daran legen, für die Hertha hier zumindest mal in Führung zu gehen. Was danach passiert, das haben die beiden hier nicht mehr in der Hand, aber vorlegen, das ist ihre Option. Am Ende müssen Maximilian Mittelstädt und Rifit Kabic das Ding nach Hause fahren, wenn sie denn mit einer Führung belohnt werden von ihrem Teamkollegen. Ja, die Vorbereitung, wir müssen noch das Go bekommen, das muss man auch dazu sagen. Das ist halt auch immer so eine Sache, wir müssen alles von zu Hause machen und das ist eben auch das Thema dieser Geschichte hier. Stay home and play und dementsprechend kann es schon mal sein, dass die Kommunikation etwas länger dauert, dass die Jungs hier gleich ins Spiel reinstarten. Das werden sie aber dann gleich tun und dann werden wir auch hier auf einen Sieger hoffen. Ein Unentschieden ist auch möglich. Beide Spiele werden ja addiert. Das heißt, sollte es auf beiden Spielen 0-0 ausgehen oder eben am Ende addiert ein Unentschieden rauskommt, dann ist es eben ein Unentschieden. Für die nächsten Stunden haben wir für euch dann auch noch den ersten FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Der FC St. Pauli trifft heute noch auf den FC Schalke 04. Der erste FC Köln gegen den VfB Stuttgart, Dynamo Dresden gegen Eintracht Frankfurt, FC Augsburg gegen Hannover 96. Das sind noch die Partien, die am heutigen Tag anstehen. Wer morgen auch noch reinschauen möchte, kann das auch tun. Ab 15.30 Uhr werden wir da auch live sein mit den Partien Werder Bremen gegen Nürnberg, Leipzig gegen Hamburg, Union Berlin gegen Jahn Regensburg, Arminia Bielefeld gegen Holstein Kiel, Freiburg gegen Wiesbaden und Darmstadt gegen Leverkusen. Aber jetzt erstmal Hertha BSC gegen den SC Paderborn. Elias gegen Lukas. Elias von links nach rechts und Lukas von rechts nach links. Elias in den dunklen Jerseys und Lukas in den gelben. Ja, versucht direkt mal in die Spitze zu kommen, aber das ist gut verteidigt hier vom Paderborner. Träger. John Lau, Collins. Nochmal schon laut. Da merkt man direkt, dass hier erstmal Ruhe angesagt ist durch die Viererkette. Einmal schauen, dass man die Seite gewechselt bekommt. Und dann gibt es einen kurzen Bluescreen. Wahrscheinlich eine Nachricht reingekommen. Auch das ist eine Kleinigkeit, die eben zu verkraften sein muss, wenn man eine solche Home Challenge macht. Denn jeder muss von zu Hause spielen. Da sind wir sehr froh, dass wir euch das Ganze präsentieren können. Viel Aufwand, aber Spaß soll es machen. Und Elias kommt. Und das Gelbrett. Darida.
Hanari dagegen 2. Und dann erstmal der Ballgewinn für Paderborn, aber schnell wieder der Ball in den Fuß des Gegners. Zolinski. Seitenwechsel auf Collins. Ritter auf Karpic. Und jetzt gibt es ein bisschen Raum. Röger, Zolinski, guter Ball! Und er ist drin! Und der ist drin, stark gemacht! Schöne Kombination und Mamba dann mit einer Direktabnahme aus dem Lehrbuch. Und da machst du nichts mehr draus. Da sehen wir es nochmal. Perfekt genommen, richtig Druck auf den Ball. Und solche Tore machen noch richtig Spaß. Und damit erstmal die Führung für die Paderborner. Damit erstmal die Führung für Lukas. Elias kommt über Kuhne. Gelbrett, Darida. Wo geht's hin? Die Defensive von Lukas steht. Ja, die Möglichkeit. Aber stark pariert. Die anschließende Ecke. Landet direkt wieder beim Torhüter. Schwierig in FIFA 20 die Ecken wirklich an den Mann zu bekommen, ist wahnsinnig schwer. Das ist ein Riesenunterschied im Vergleich zu FIFA 19. Da hat man gerne den Ball einfach mal auf den kurzen Pfosten geflankt und dann einen großen Spieler da stehen gehabt. Der hat den dann gut und gerne mal reingeköpft. In FIFA 20 ist das eher weniger eine Option. Die meisten Spieler spielen ihre Ecken mittlerweile kurz aus und dann das Ganze spielerisch zu lösen. Hier kam er mal wieder auf den kurzen Pfosten, aber zu einfach dann für den Torhüter das Ding runter zu pflücken. Kuna. Ja, stark gemacht, Schonlau. Muss man aufpassen, dass er nicht zu weit rauszieht. Hybrid ist da. Gut gemacht, schönes Kombinationsspiel. Zolinski, jetzt stören sie sich etwas, aber Mamba behält den Ball in den eigenen Reihen. Und der Pass im Anschluss, der kam vermutlich nicht genauso, wie ihn gern gehabt hätte. Wiesewitsch. Collins. Kuna. Kuna, und da ist er drin. Gut rauskombiniert. Erstmal Richtung Grundlinie, dann einmal zurück und dann ist Kuna wieder da und macht hier das 1:1. Und so darf es gerne weitergehen. Mega mit dem Seitenwechsel. Erstmal wieder Luft und Raum bekommen hier nach dem Anstoß. Dem Gegner nicht zu einfach den Ball wieder hergeben. Schonlau. Mamba, Ball auf Zolinski, der den Körper reinstellt und hier gegen Stark sehr gut agiert. Bisschen Raum. Zolinski steigt da nicht richtig in die Spitze rein, sondern lässt sich da etwas abdrängen. Und dann ist hier Elias dazwischen. Guter Ball hier auf Ibisevic. Und Ibisevic und im Rückraum ist eine Anspielstation da, aber eben auch ein Innenverteidiger, der Paderborner. Der Ball dann im Aus, habe ich gar nicht richtig gesehen, dass der da irgendwie abgefälscht wurde. Offensichtlich schon, gibt Abstoß. Peter. Lukas Fiedler, der insgesamt in der FIFA-Szene noch nicht so große Fußspuren hat hinterlassen, macht einen
sehr guten Eindruck hier gegen Elias. Ja, auch schon in dieser Saison im 85er-Modus die Virtual Bundesliga Club Championship mitgespielt hat. Letztes Jahr musste er sie noch auf der Xbox spielen. Dieses Jahr hat er Leon Aussieker an die Seite gestellt bekommen, der die Xbox-Seite übernommen hat. Da durfte Elias Nährlich wieder wechseln auf die PlayStation. Mittlerweile auch schon eine ordentliche Reichweite auf YouTube aufgebaut, der Elias. Wie ich schon einmal sagte, vielleicht das Aushängeschild bei der Hertha. Aber erstmal die Möglichkeit hier für Lukas. 2 Minuten Nachspielzeit sind um und so gehen wir in die Halbzeit. Das Spiel hat etwas an Tempo verloren in den letzten Minuten. Beide trauten sich noch nicht, alles nach vorne zu geben. Beide mit 2 Torabschlüssen. Aber beide nur mit 1 Tor. Rein taktisch soll da jetzt erstmal nicht groß passieren, aber wir sehen zumindest bei Lukas, dass es da die ein oder andere Rücksprache gibt. Was man so machen kann, um vielleicht Elias hier ein wenig zu ärgern. Und wenn es hilft. Schon lau. Gehen wir erstmal in Halbzeit 2. 2 Minuten durch. Möglichkeit für Lukas, den ersten Angriff zu starten. Peter. Ist da gut bis hierhin. Will auf jeden Fall nicht blind den Ball dem Gegner wieder in den Fuß spielen. Aber muss genau bei solchen Aktionen dann aufpassen, dass genau wegen dieser Vorsicht nicht so etwas passiert. Elias rückt natürlich immer weiter raus, weil er irgendwann den Ball haben möchte. Und dann musst du da sein, dann musst du wach sein. Und das gelingt hier gerade Lukas nicht. Ibisevic. Auch vielleicht der ein oder andere Spieler auf einer Position, auf einer sehr ungewohnten Position, wie zum Beispiel ein Ibisevic, der eigentlich mehr ein Mann für die Zentrale ist, die Bälle dann da vorne wegzumachen hier auf dem Flügel. Gute Möglichkeit hier für Elias. Nochmal der Ball in die Mitte. Aber Karpic hat ihn. Und dann Dreger. Dreger treibt den Ball voran. Flanke in die Mitte. Der kommt, aber er kann ihn nicht festmachen. Wie natürlich gestört von den Hertanern. Luke Bakio. Seitenwechsel. Halbzeit 2 ist schwere Kost. Keiner will hier dem anderen was herschenken. Man macht das sehr langsam, sehr vorsichtig. Man weiß natürlich auch, dass man dann seinem Teamkollegen das entsprechende Ergebnis übergeben muss. Und deshalb will hier erstmal keiner das Ding kassieren, klar. Und im besten Fall irgendwie eben aus diesem vorsichtigen Spielaufbau nach vorne dann das 2:1 machen. Gut gemacht hier von Elias, den Ball direkt wieder erobert. Luke Bakio. Mittelstädt, der wird nachher hier eben antreten für die Hertha. Gegen Rifit Karbic. Der steht auch auf dem Platz bei den Paderbornern.
Gut gespielt, Kunja. Und dann Dreger. Also Elias mit etwas mehr Mut jetzt wieder nach vorne. Während Lukas Fiedler sich etwas weiter zurückfallen lässt, versucht hier die Angriffe von Hertha's Elias vernünftig zu verteidigen. Dann wollen sie auch ins Pausenmenü. Collins. Ja, gut drangegangen hier von Ibisevic. Und jetzt nochmal Tempo über die rechte Seite. Ibisevic gegen zwei. Kommt noch einer entgegen. Das ist Kunja. Und dann Ball in die Mitte. Und dann kullert er irgendwie drüber. Kiprit boxt das Ding rein. Viel Kraft schickt er da nicht hinter, aber da kommt keiner mehr ran. Da kommt keiner mehr ran und das war so wichtig. Macht er gut. Und jetzt geht's erstmal ins Pausenmenü. Das war schon vor dem Treffer angefordert. Und die Paderborner erstmal im Hintertreffen. Aber nochmal. Das ist erstmal nur das Ergebnis, was man seinem Teampartner übergibt. In dem Fall würde Elias zum aktuellen Zeitpunkt an Maximilian Mittelstädt eine Führung übergeben. Und Lukas erstmal ein Tor Rückstand an Rifit Kabic. Aber im vorhergegangenen Spiel haben wir gesehen, das muss nichts bedeuten. Da gab es nämlich dann auch nach dem 1:0 für die Fürther von Fabio Savak gegen Marcel Schwarz. Das 1:3 von Timothy Tillmann gegen Jonas Dabur. Und plötzlich gab es den Sieg doch für die Hoffenheimer. Wir sind noch 12 Minuten zu gehen. Collins. Collins. Ball in die Mitte, Kapic, Kapic von Jahrstein. Ohne Probleme, der war ein netter Versuch, aber mehr auch nicht in dem Moment. Darida, guter Ball. Und Piatek mit Platz vorne. Und in der Mitte 2, 3, 4 Anspielstationen, der kommt richtig gut. Der kommt richtig gut und diesmal ist Ibisevic da, wo er sich gerne aufhält. In der Mitte, um das Ding dann reinzupreschen. Aber der Pass auf den Flügel, der war entscheidend. Und dann sehr gute Laufbewegung da in der Mitte. Drei Anspielstationen, sehr gut gekreuzt. Ibisevic läuft mit ein, der sonst eigentlich über vermutlich die ROM-Position kommt hier. Im 85er-Modus bei Elias. Und der zimmert das Ding rein. Oder machst du da nichts mehr? Adi. Krüger kommt nicht durch. Piatek erst vorne mit dabei, jetzt hinten am Verteidigen. Jetzt gibt's Ecke und 3 Minuten noch und wieder Jahrstein. Erneut so ein Versuch. Oh, den darfst du so nicht bringen. Den darfst du so nicht bringen und dann Jahrstein. Was für eine Glanztat. Erst wird das Ding so abgeworfen von Elias und dann rettet ihm Jahrstein hier die 2-Tore-Führung. Und jetzt könnte es hier nochmal richtig wehtun für Lukas, den Ibisevic auf dem Weg nach vorne gegen Schonlaut. Der ist rigoros und der Schiedsrichter sagt, das ist zu viel. Gib Freistoß. Ibisevic. Einen wird er noch bekommen. Hybrid 4-1. Hybrid mit dem 4-1 und es war abzusehen. Der Freistoß an einer gefährlichen Position zu einem gefährlichen Zeitpunkt. Und Hybrid mit dem Doppelpack.
90. Spielminute, da musst du dich einfach doppelt konzentrieren. Klasse Spiel. 5 Tore haben wir bereits gesehen, aber es ist noch nicht das Ende. Zwischen Hertha BSC und dem SC Paderborn. Das muss man auch ganz klar sagen. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Es treffen noch aufeinander Maximilian Mittelstädt und Rivit Kabic. Und da muss Rivit Kabic jetzt vielleicht reagieren. Das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne. Man spielt hintereinander und der Kabic weiß natürlich jetzt, dass er 3 Tore aufzuholen hat. Und klar ist der Gesichtsausdruck von Lukas hier nicht gerade freudenüberströmt. Aber die Hoffnung muss noch da sein, dass Rifit Kabic hier 3 Tore holen kann. Das wird eine sehr spannende Partie, gerade bei eben den Fußballprofis. Da muss man halt gucken, da gibt es Nuancen, die trennen, aber es kann auch sehr deutlich werden. Also der ein oder andere Spieler hat das Spiel schon sehr gut drauf und holt schon 27 oder mehr Siege in der Weekend League. Für die, die es nicht so kennen, die Weekend League wird am Wochenende gespielt, vom Freitag bis Sonntag, und da kann man 30 Spiele absolvieren, und wenn man so in diesem Bereich um die 27 Siege aus 30 Spielen kommt, dann ist man schon sehr, sehr stark unterwegs und kann sich schon bald E-Sportler schimpfen, und dementsprechend gibt es auch da eben ein bisschen Unterschiede. Der eine oder andere spielt etwas mehr, der andere etwas weniger. Manche sind auch wahnsinnig talentiert, und das ist sehr, sehr spannend zu sehen eben bei den Fußballprofis. Und vielleicht ist ja Rifit Kabic einer von denen, die hier Maximilian Mittelstädt den Schneid abkaufen können und vielleicht sogar diese 3 Tore Rückstand, die er jetzt, oder diesen Rucksack, den er da mit sich nehmen muss, nochmal im nächsten Spiel komplett zu drehen. Das wird sehr interessant. Nochmal, ich erinnere nur an die Partie von vorhin, führt gegen Hoffenheim. Da gab es klar eine deutlich geringere Führung mit nur in Anführungsstrichen 1-0, aber Munas Davo musste sich zweimal zurückkämpfen, machte einmal das 1-0, bekam dann wieder das 1-1, was eben dann wieder die Führung für Fürth bedeutet. Besorgte kurz vor Schluss, würde ich schon fast sagen, das 2-1, also damit den Ausgleich, und dann sehr knapp am Ende nochmal das 3-2, und dann war es das mit dem Sieg für Fürth. Also sehr gespannt, was hier gleich passiert zwischen Maximilian Mittelstädt und Rifit Kabic, die Partie zwischen Hertha BSC und SC Paderborn. Auf dem Platz muss man sagen, beide unterschiedlicher kann es nicht sein. Maximilian mit 21 Bundesliga-Einsätzen, bei Rifit Kabic in dieser Saison momentan noch keiner. Vielleicht hatte man etwas mehr Zeit, um FIFA zu spielen. Das könnte ihm jetzt in diesem Moment helfen. Wir hören schon, gleich geht's los. Die Vorbereitungen laufen. Also Hinspiel 4-1 für die Hertha. Im Anschluss übrigens der erste FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Dort treffen dann Julian Greiß auf Erne Mbele. Und bei den Profis dann Daniel Brosinski gegen Ashraf Hakimi. Aber jetzt erstmal Maximilian Mittelstädt gegen Rifit Kabic. Hier werden nochmal die Einstellungen gemacht. Na klar, taktisch muss das vernünftig angepasst werden. Bei Ecken will man viele Leute mit drin haben, für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen. Wir sind hier im Offensivstil gerade. Die Breite entscheidet, wie breit man angreift. Die Anzahl der Balken, umso mehr Balken bei Spielern im Strafraum sind, umso mehr bekommt man eben dann vorne in seinen Strafraum. Also umso mehr laufen die Spieler dann in den Strafraum ein. Und auf der anderen Seite eben bei Ecken, umso mehr Balken hochgedreht sind, umso mehr Spieler sind bei Ecken dann eben auch im Strafraum. Und so haben wir hier gerade gesehen, dass Maximilian Mittelstädt sehr viele Spieler im Strafraum haben möchte. Also das ist auch verhältnismäßig untypisch, die Anzahl an Balken, aber wir werden sehen. Er spielt in dem 4-3-3. Und dann werden hier auch noch die individuellen Settings gemacht. Auch das ist ganz wichtig.
Denn jeder Spieler kann individuelle Anweisungen bekommen, wie zum Beispiel hinten bleiben bei den Außenverteidigern oder eben bei den zentral defensiven Mittelfeldspielern, um ihnen zu sagen, dass sie nicht so weit nach vorne stürmen sollen in Ballbesitz. Stürmern kann man die Anweisung geben, zu überlaufen, damit sie immer wieder versuchen, hinter die Viererkette durchzustarten. Flügel kann man entscheiden, ob sie unterstützen sollen in der Defensivarbeit oder ob sie eher vorne bleiben sollen. Und das sind dann spielentscheidende Dinge oder das können spielentscheidende Dinge am Ende werden. Noch auf der anderen Seite sehen wir das 4-3-3. Das wird interessant. Zwei ähnliche Systeme. Vielleicht auch den Fußballvorlieben der beiden geschuldet, dass man hier in ein 4-3-3 geht. Sind ja auch immer interessante Dinge, wenn man als aus der E-Sport-Szene kommt und ein bisschen sieht, ja, die spielen halt alle 4-2-3-1 oder ein 4-4-2 und mit diesen gewissen Dingen. Da ist es sehr interessant zu sehen, okay, was machen die Profis hier? Klar gibt es natürlich auch den einen oder anderen E-Sportler, der dann das 4-3-3 spielt, aber das sieht man halt nicht so selten hier. Beide mit derselben Formation auf dem Platz und Maximilian Mittelstädt auch mit einer komfortablen Führung, mit einer 3-Tore-Führung. 4-1 ging das erste Spiel nämlich aus zwischen seinem Kollegen Elias und Lukas Fiedler von Paderborn. Und dementsprechend ist Rifit Kabic hier natürlich gefragt. Und der auch mit dem ersten Ballgewinn und mit dem Pass in die Spitze. Das macht er gut, das macht er richtig gut und dann spielt er ihn nicht rein. Er versucht es alleine. Das war stark rausgespielt, aber den musst du dann vielleicht auch noch mal in die Mitte spielen. Nichtsdestotrotz ein guter Start, mutig und mit dem richtigen Ausrufezeichen hier. Noch mal in die Mitte. Röger, Abschluss, stark. Und Dreger noch mal. Und Kabic mit ganz viel Offensivpower von Beginn an. Jastein. Eieiei, das geht ja richtig los. Collins, die Flanke kommt, aber das hatte ich schon mal angesprochen. Ecken reinzubringen ist schwierig, kann durchaus mal glücken, aber so nicht. Hier gibt es den Freistoß. Meter Distanz. Bin ich gespannt, was Rüffit Kabic aus dieser Situation macht. Den kann man durchaus auch direkt aufs Tor bringen. Macht er auch. Nicht schlecht, aber zu wenig Wucht. Kein Problem für Jahrstein hier. Nichtsdestotrotz ein guter Start von Rüffit Kabic, was die Offensive angeht. Und er kommt schon wieder. Ball in die Mitte. Aber erstmal wieder geblockt. Gibritz, der einen Doppelpack im ersten Spiel von Elias gemacht hat. Nascasiba. Und da ist Mittelstädt auch die digitale Version. Gebrit, das könnte jetzt natürlich richtig bitter werden. Aber sehr gut gehalten. Muss man auch ganz klar sagen, wenn du hier noch einen bekommst, du liegst halt aus Sicht von Rifit Kabic 4-1 hinten. Wenn du noch einen bekommst, dann wird es schwierig. Aber er hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen in den ersten Minuten. Da muss er jetzt drauf anknüpfen, wollte ich gerade sagen. Aber die Antwort von Maximilian Mittelstädt fällt. Piatek aus der zweiten Reihe mit einem schönen angeschnittenen. Und mit dem Overall 5-1 für die Hertha. Aber es ist noch lange Zeit. Ich habe viele hohe Ergebnisse im Hinspiel kippen sehen bei den Playoffs der Virtual Bundesliga.
Und auch hier muss man sagen, dass noch alles drin ist. Und er kommt mit der Antwort. 1-1, ganz wichtig, hier direkt zu kommen. Sabiri überragend. Sehr viel Ruhe im Angriff. Das macht er richtig gut. Maximilian rechnet damit, dass er irgendwann den Ball in die Mitte bringt. Aber David Kavic macht das kongenial. Bleibt im Dribbling. Und er arbeitet sich damit den Spot. Oga. Seitenwechsel auf Collins. Und es war früh genug, um hier aus dieser Partie noch deutlich mehr rauszuholen als jetzt gerade auf der Anzeigetafel steht. Aber erstmal wieder Mittelstädt. Collins auf Sabiri. Ja, Piatek nicht nur vorne zu gebrauchen, auch hinten mit dabei. Fängt diesen Ball gut ab. Und jetzt geht's schnell. Piatek. Ja, Tech, Ball in die Mitte, auf Guja und dann in den Rückraum und der kommt nicht. Und der kommt nicht und den kann man schon mal in Mann bringen. Luke Bakio, nochmal der Abschluss und eine Riesentat. Also, Maximilian zwar hinten ein bisschen löchrig, aber vorne, da hat er die Ideen. Ein schönes Spiel, ein offensives Spiel mit vielen Möglichkeiten. Und das von Beginn an. Nochmal Sabiri. Aber der ist wieder weg. Lang und weit bringt Sicherheit. Und leider nicht an den eigenen Mann. Und nochmal die Paderborner. Nochmal Riffet. Kabic. Kabic. Ah, den kriegst du nicht durch. Lager. Stark dazwischen und dann Darida. Gebret kommt nicht durch. 5 Minuten noch in Halbzeit 1 und ein Törchen würde hier Karpic richtig gut tun. Sabiri, nochmal zurück, der Abschluss und Jahrstein, da muss er sich strecken. Kommt aus der Drehung, aber ordentlich war es trotzdem. Und hier Darida dazwischen. Foul, sagt hier der Schiedsrichter. Ballbesitz für die Hertha, Ballbesitz für Maximilian Mittelstädter. Bestätigt. Da ist er. Auch auf dem digitalen Platz zu finden. Askar Siba. Ja, jetzt 2 Mann dran. Und jetzt gibt es nochmal eine Möglichkeit hier für Karpic. Der Ball auf den Flügel, nochmal ein Rückraum, den muss er machen und der eigene Mann Pröger und das sieht man ihn aufspringen, den will er natürlich. Den will er natürlich, aber den macht er nicht. Riesenmöglichkeit, um hier auf 2 Tore zu verkürzen, aber der eigene Mann blockt das Ding vorbei und so gehen wir weiterhin mit dem Stand von 1-1 hier und insgesamt mit dem Stand von 5-2 in diese Partie. Aber Karpic wieder mit der nächsten Möglichkeit. Klasse gespielt! Und er ist da drin! Und wieder ein früher, ein wichtiger Treffer. Und so kann es gerne gehen. Direkt wieder der Ballgewinn hier von Karpic. Der macht einem richtig Spaß heute.
Nichts von wegen, bloß nicht hinten so viele kriegen. Nein, er will hier auf den Ausgleich gehen. Aber erstmal wieder Maximilian Mittelstädt mit Piatek. 2-2. Und der ist eiskalt. Also wenn er muss, dann macht er auch. Wenn er muss, dann macht er auch. Und Piatek mit dem Doppelpack. Und alles wieder zurück. Wieder die 3-Tore-Führung für die Hertha. Röger. Klasse gespielt. Wieder der Abschluss. Wieder ein Fuß dazwischen und Eckball. Und kurz spielen, das ist die Frage. Kommt er nochmal? Nein, wieder hoch und weit. Aber Jahrstein dann ohne Probleme. Und das scheint kein Abseits zu sein. Hybrid wird allerdings abgelaufen. Wenn der denn angekommen wäre und durch, dann hätte ich gesagt, Respekt. Hier gibt es nochmal Freistoß. Collins. Ah, stark gemacht, Collins. Ball in die Mitte, der kommt gut und wieder Jahrstein. Und der kam richtig gut. Das war eine starke Aktion. Hat er gut gemacht Richtung Grundlinie. Dann der Chip in die Mitte, klar. Und dann muss man auf diesen Kopfball halt einfach Druck bekommen, um den irgendwie auf oder an Jahrstein vorbeizubekommen. Das gelingt ihm dann nicht. Aber insgesamt macht er den guten Job. Und er versucht, er gibt hier alles. Er kämpft gegen diesen 3-Tore-Rückstand an. Und das ist wichtig, da soll man Spaß dran haben, man soll versuchen hier alles zu geben und das macht Karpic und spielt hier auch schönes FIFA. Das war abseits von Kibrit, da packt sich Maximilian Mittelstädt an den Kopf, den hätte er auch gern drin gesehen, klar, aber das war deutlich abseits. Collins. Nochmal über die linke Seite. Ah, Skasiva ist mit dabei. Und der kommt gut. Darida. Darida. Und jetzt eine 3 gegen 2 Situation. Darida macht Maximilian Mittelstädt hier den Deckel drauf. Erstmal nicht. Klar sind 3 Tore auch schon ein guter Vorsprung. Und klar wird das schwierig hier für Refit Karpic. Aber er kämpft. Er will unbedingt. Richtung Strafraum, im Rückraum ist er mit dabei, Bröger. Bröger, nochmal Bröger und wieder Jahrstein. Und der ist da hinten eine richtige Bank. Rechtzeitig rausgekommen, den Winkel verkürzt. Und damit ganz, ganz schwer, das Ding an ihm vorbeizubekommen. Aber Karpic schon wieder auf dem Weg nach vorne, über Bröger. Nochmal über links, Ball in die Mitte, aber Skasiba ist dran. Und jetzt kommen genau diese Situationen, klar. Maximilian kann jetzt kontern, weil der Raum natürlich entsteht. Weil Rüffel sehr weit aufdrückt, draufdrückt und versucht irgendwie vorne an die Tore zu kommen. Aus der Distanz, aus der zweiten Reihe. Versuch löblich, aber der geht knapp am Tor vorbei. Da wechselt sich Rüffel selbst aus. Klar, auch hier muss man natürlich dann schauen, was ist das Beste fürs Team. Da ist es, wenn die Stamina, wenn die Luft aus ist, dann musst du ihn auswechseln und wieder Jahrstein. Und dann wollte Karpic schon ausstehen zum Feiern, glaube ich. Und dann hält er den doch noch. Dann hält er den doch noch. Aber er macht Druck, er will! Und der Nächste! Und der Nächste und er fliegt wieder vorbei. Viel vorwerfen muss er sich nicht, außer dass er die Dinger hier an Jahrstein nicht vorbeibekommen hat. Jetzt stellt sich die Frage, war Jahrstein so gut? Oder hat Rüffel hier das ein oder andere mal vielleicht doch falsch entschieden?
Und an diesem Punkt muss sich Jahrstein zumindest mal keine Vorwürfe machen. 8 Minuten noch. Und es sieht ganz nach einem Sieg für die Hertha aus. Für die, die frisch reingeschaltet haben, gespielt wird in 2 Spielen. Jeweils eine Partie von 2 Profis, in dem Fall von Hertha BSC und dem SC Paderborn jetzt. Und eben einem Spieler aus dem Verein, beziehungsweise einem zweiten Spieler, der aus dem Verein kommt. Und da wäre Maximilian Mittelstädt schon fast dazu gekommen, den Deckel tatsächlich drauf zu machen. Wobei man jetzt natürlich schwer nochmal 3 Punkte ranholt. Und vorher wollte ich sagen, um das mal zu verkürzen, haben gespielt Elias, der E-Sportler der Hertha, gegen Lukas, dem ersten Stadtmeister im E-Fußball in FIFA 20 in Paderborn. Den Titel hat er sich ergattert im November 2019 und durfte heute hier für Paderborn mit auflaufen. Elias hat das erste Spiel mit 4:1 gewonnen. Die beiden hier, Maximilian Rüffel, werden sich wohl mit 2:2 trennen. 2 Minuten Nachspielzeit sind um. Und dann gibt es hier den Schlusspfiff und die 2:2, das 2:2 Endergebnis. Insgesamt dann also 6:3 für Hertha BSC bei der heutigen Bundesliga Home Challenge. Aber ein Spiel, das auf jeden Fall Lust auf mehr macht. Wir sehen 10 Torabschlüsse, beziehungsweise 10 Abschlüsse aufs Tor, 14 Torabschlüsse insgesamt bei Rüfit Karpitsch. Der hat also nochmal alles dafür gegeben, hier irgendwie das Ding für sich zu entscheiden. Aber am Ende hat es nicht gereicht. Maximilian Mittelstädt hat sehr gut geantwortet, muss man sagen. Immer wenn er musste, immer wenn Rüfit getroffen hatte, kam Maximilian wieder, machte den Ausgleich und dementsprechend war dieser Gesamtsieg am Ende seltenst in Gefahr. Und das eben zum Spiel Hertha gegen Paderborn. Und als nächstes sehen wir gleich den ersten FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Da werden spielen Julian Greiß gegen Erne Embele. Julian ist ein YouTuber unter dem Namen Julius FGU bekannt. FIFA Goals United, um die Abkürzung auch mal zu verlängern, macht das zusammen mit dem Julius, also Julian und Julius, gemeinsam die FIFA Goals United YouTube-Channels, ist also gemeinsam hier mit Daniel Brosinski dann für den ersten FSV Mainz 05 unterwegs. Und auf der anderen Seite bei Borussia Dortmund finden wir ebenfalls einen YouTuber, und zwar Erne. Der macht den Kanal viel FIFA als auch viel Gaming, also auch ein FIFA-YouTuber im Grunde genommen, macht allerdings auch noch andere Spiele. Sehr interessante Spieler beides, denn sie können auch FIFA spielen. Ja, wir haben sie FIFA spielen sehen, das ein oder andere Mal auch schon in den Top 100 der Weekend League gewesen, und wer sich damit ein wenig auseinandersetzt, weiß, dass das eine richtig starke Leistung ist, denn um da reinzukommen, um in diesem Ranking eben in die Top 100 zu gelangen, muss man aus 30 Spielen in der Regel Minimum, zumindest auf der PlayStation-Seite, 29 Siege holen, und das ist schon ein richtiges Brett. Ich hatte vorhin mal angesprochen, dass der ein oder andere Fußballer auch mal sehr gut dabei ist und 27 Siege holen kann oder zum Teil auch holen, vielleicht auch mal mehr. Aber dann wird es natürlich mit jedem Spiel etwas schwieriger, immer etwas schwieriger. Und wenn man dann mal tatsächlich auch die 30-0 hittet, dann hat man was richtig Großes hinter sich. Wer es kennt, in einer Saison wird es ganz, ganz schwer, auch gegen kleine Gegner, da auch diese Ergebnisse zu halten. Und wir sind sehr gespannt, was die zwei hier für uns auf den Platz bringen. Und auf der anderen Seite natürlich Daniel Brosinski gegen Ashraf Hakimi, die beiden Spieler, die da aufeinandertreffen. Die beiden Außenverteidiger außerdem in dem Fall. Also was Tempo-Fußball angeht, da kennen sie sich beide aus. Da können wir auch sehr gespannt sein. Daniel Brosinski, diese Saison 20 Bundesliga-Einsätze, 2 Tore, 3 Torvorlagen.
Achraf Hakimi, 25 Liga-Einsätze, 3 Tore und mittlerweile 10 Torvorlagen. Also beides sehr offensive Außenverteidiger, auch eben auf den Flügeln zu finden, das ein oder andere Mal, wenn die das, was sie offensiv drauf haben, auch noch hier auf dem virtuellen Rasen bekommen, dann können wir uns auf Tore freuen. Auch natürlich Julian und Erne für Offensivfußball bekannt. Übrigens danach dann der FC St. Pauli gegen den FC Schalke. Da treten dann in den Einzelnen an Luca Zander und Marvin Knoll für den FC St. Pauli. Und beim FC Schalke Tim Latka, also Tim Schwartmann, a.k.a. Tim Latka und Nassim Bujelab. Beim ersten FC Köln, das Spiel danach gegen den VfB Stuttgart, treten dann Tim Katnavatnus, aka The Stranger, der E-Sportler des ersten FC Köln, an gegen Rafael Chichos. Beim VfB Stuttgart werden sich die Jungs von Tizi Schubech, da weiß ich noch gar nicht genau, wer dahinter sitzt. Das wird auch nochmal interessant sein. Vielleicht auch jeder so eine Halbzeit, das kennt man von den beiden. Wer die beiden auch ein bisschen verfolgt, auch